nicht zu meiner Züchtigung von ihr gesendet ist, zu meiner Züchtigung, aber auch zu meiner Einkehr. Das Gefühl, dass es so ist, werde ich schon seit Jahren nicht mehr los. Wäre es so, ich würde ihr die Hand küssen, wenn sie sie mir noch reichen könnte. 9.6.1944. Heute vormittags bei Mauer, ich traf Leopold Liegler bei ihm, einen Mann aus dem ehemaligen Kreis um Karl Kraus, der auch ein Buch über diesen verfasst hat. Er ist überzeugter Katholik, wohnt allen Bibelstunden Mauers bei und arbeitet mit ihm. Ich hatte schon seit Jahren den Wunsch, ihn kennenzulernen. Der erste, der mich auf den Weg innerer Einkehr wies und mir von Christus sprach, war Raoul Aslan. Das war vor 2 Jahren, kurz vor ihrer Verschleppung nach Theresienstadt, als ich Hilfe bei ihm suchte. Er unternahm auch einen Schritt, leider vergebens. Bei jeder folgenden Begegnung wirkte er im selben Sinn auf mich ein. Er gehört dem 3. Orden der Franziskaner an. Was mich in diesen Jahren oft sehr erschütterte, war eine Beziehung, die ich zwischen ihr und Mignon fand. Das Geheimnisvolle des Wesens, das dunkle Poetische, das Rätsel der Herkunft, das tragische Schweigen. Immer wieder musste ich an das Gedicht denken und es mir mit tiefster Bewegung leise vorsagen. Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen, denn mein Geheimnis ist mir Pflicht. War sie nicht genau in demselben Fall? Dieses Gedicht hatte von jeher etwas Besonderes, Ergreifendes an sich, wie übrigens alle Lieder Mignons und des Harfenspielers. Sie sind die schmerzlich seelvollsten unserer ganzen Dichtung, und ich pflege sie immer den Stumpfen vorzuhalten,